So, die U-Bahn ist eingefahren und wir haben dies untersucht, diese Bewegung. Und hier war die Startperson und nach 5 Metern wurde die Zeit gemessen. Das ist dieses Messergebnis. Und nach 15 Meter hat jemand die Zeit gemessen und das ist dieses Messergebnis. Also hier waren zwei Züge, hier die 1,22, hier die 0, irgendwas und so weiter. Und die Tabelle wird übertragen in ein Tabellendokument. Ja, und dann haben wir da oben den Weg x und hier die Zeit t. Und die erste Aktion, wir müssen das tauschen. Also in der Physik ist immer oben t und unten x. Sieht man nachher warum. Und zum Tauschen, das Markieren geht hier so. Also draufklicken, dann auf diesen Knopf klicken und dann ziehen. Und dann kann man markieren. Aber im ersten Schritt, also jetzt, wir müssen die erste Zeile markieren und auf Kopieren drücken und dann auf dieses Feld, damit wir die da unten nochmal einfügen und dann haben wir es, ja, und dann einsetzen und dann ist da die Zeile. Und jetzt haben wir hier, das obere kann man vergessen, und jetzt haben wir hier zwei Zeilen. Oben ist jetzt T, unten ist X. Schön, weiter geht's. Einfügen, Diagramme XY. Hier so. Und dann ist es nämlich richtig rum. Jetzt habe ich hier die Zeitachse t in Sekunden und hier die Wegachse x in Metern und das immer schön beschriften. Und als nächstes schaut man sich die Punkte an. Also man verbindet hier in der Physik nicht irgendwie so die einzelnen Punkte, sondern man überlegt sich, wie könnten das ausschauen. Und das ist jetzt zumindest in dem Bereich kann man mit Lineal so eine Gerade ziehen und in dem Bereich scheint es ja ein bisschen so flach zu werden und so könnte es auch schon. Jetzt darüber nachdenken, interpretieren, was sagt uns das, gerade und flacher werden und so weiter. Noch ein kleiner Bug, manchmal ist ja so ein Datum entstanden, der 4.1. oder so. Wenn ihr bei Start auf Standard geht und dann schaut, ob hier wirklich Standard steht, dann müssen es Zahlen sein und so könnte man Datum, Währung oder sonst irgendwas erstellen.